Hello, good morning. Welcome to the award ceremony of the 22nd International Film Festival in Innsbruck. This week went by so quickly, I can't believe that it's already Saturday and tomorrow is the last day. But we are very, very happy with how this festival went. We had a lot of audience, we've had a great atmosphere here, we had wonderful guests. I hope every one of you had a nice time here. And I think we're just going to proceed to giving the awards. Heute ist alles etwas anders, weil wir ein bisschen unter Druck sind. Es brennt schon das Taxi vor der Türe für einige Leute, die dann weg müssen. Deswegen haben wir das Programm ein bisschen umgestellt. We're a little bit under time pressure because there are some of our guests have to catch their trains. So we've changed the program that we regularly do a little bit. Normally we begin with documentary award, but we decided to begin with public award. And Uschi Schwarzl, will you come on stage? She represents the city of Innsbruck. Thank you that you are here. Thank you. Good morning. Dietmar, I'm not the president of Austria, I'm not the Landeshauptmann, I'm not the mayor. I am Uschi Schwarzl, because the sound check, he said, hello, Mr. President, and so on. I'm a member of the City Council of Innsbruck and making cultural politics for 22 years. I'm accompanying the festival since the beginning, and I'm glad to stand here the first time in my life. The city of Innsbruck has opened the open ceremony on Tuesday, and the city of Innsbruck will open the closing ceremony. My English is not so trained, but I hope you will excuse me for it. First, I want to thank all our, and to say hello to all our international guests, to the members of the IFI campus, they are still working, I think so. And to say, I say hello to the team of the IFI, Evelyn, Helmut, and all over the room. Thank you for doing this festival, and I think you, with this festival for 22 years, starting with the Latin American Film Festival in the cinematograph, to the IFI here in the Leo Kino, and by doing all the work over the year, you opened Innsbruck a little bit for films and also for the world. Thank you very much for this. And I thank you to the jury, also to the public. The public this year ran the films, as I have seen by myself. I couldn't see all the films I wanted because it was full up. And I want to say thank you for the public that was also working as a jury. And my part is to bring you the award of the public. And I do it now. And the winner is David Kitongo, also called Tosh, for Nairobi Half-Life. Really appreciate
what you present for them. You know, you always feel, every time a film starts, people start watching, I'm always thinking, will I be wasting their time? Will I be wasting their 1.5 hours that they sit there? And this is just a confirmation that I'm not wasting your time. Thank you so much. Now, the main award, jury, will come. Jury will come. You are the jury. The international jury is here. This is Daniela Pavo Julek. Hello, I'm Daniela. I was very happy to be with my colleagues and see such great films. And we had really a big fight, I have to tell you honestly, we had big problems. And so we decided to give something very special, which Paolo will tell you now. According to Fight, the fiction film jury of the 22nd International Film Festival in Innsbruck wishes to extend a special mention to the whole acting ensemble of the competition film Keep Smiling, for the group for the way the group keeps the action going under tremendously difficult working conditions, illuminating a human tragic comedy playing in present-day Georgia's transitional society. The special mention would go to the acting ensemble, but I would like if the director Rusudan Chikonya is here. So we are keeping every prize secret, so. So, okay. Okay, and now we present the main prize, and I try to read this in this text. Thanks to a commanding sense of direction and a very naturally acting, the audience soon identifies with an extraordinary protagonist who lives a double life. We are taken on an emotional ride into an unknown but authentic dynamic world. Brutal, but with moments of humor, a moral tale unfolds in front of us without the accompanying pointing finger. Fascinated, we followed into the abyss. We just award the prize for the best fiction film from the government of Tyrol to David Chitonga's Nairobi Half-Life. I thought I was done. I was ready to. Wow, thank you. I mean, just the way you described it. Nobody said it like that before. You followed me into the abyss. Fascinating. This means that we're doing something in Africa, and we will keep doing it. So, be ready for much, much more. Thank you. Der Dorsch muss weg, der hat uns nämlich einen
Pressetermin in Zürich und es bleibt gewartet. Tigris, danke. Ja. Sie ist die Repräsentantin des Schweizer Verleihs Egon Film und bitte überbringen die Grüße des Festivals und des Festival, der Festivalleitung an Walter Buckle, deinen Chef. We would like to say hello to all the friends of the festival once again. Now we can take our time a little bit more. Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Treue. Wir haben etwas Glück gehabt mit dem Wetter, aber ich denke, ihr habt Glück gehabt mit den Filmen. Es ist ein wunderbares Programm gewesen. Es ist kein Selbstläufer, weil es ist jeden Tag gab es Reaktionen in der Presse. Thank you very much for your support. Thank you very much for coming in so many numbers. Of course, the weather was part of maybe our big audiences, but also it was because this year our program was very good, which doesn't mean that we're very proud of ourselves, but... but also the press and the media worked very well for us. Ich möchte Danke sagen auch den Pressevertretern, die sich dieses Jahr sehr interessiert haben für das Festival. Dann möchte ich mich natürlich bedanken bei all denen, die uns unterstützen mit Geld. Ja, es ist ja ein Festival für das Publikum, für die Leute aus Innsbruck und aus Tirol. We would also like to thank to all our partners and supporters for being there for us, for helping us, because this is a festival for audiences. Ja, und danke, dass es endlich möglich geworden ist, Uschi, nach 22 Editionen dieses Festivals, dass du den Hauptpreis oder die Hauptpreise übergeben konntest. Danke noch einmal, dass du hier bist. Es ist auch eine Bundespolitikerin hier, die Nationalrätin Gisela Wurm. Und dann möchte ich mich bedanken bei allen Regisseuren und Regisseurinnen, die uns ihre Filme zur Verfügung gestellt haben. I'm not sure if I should repeat the whole thing. We're very grateful that Uschi Schwarzl has finally made it to our award ceremony to give the award. Hello, Gisela Wurm, member of the Austrian government. sorry. You can tell I'm not a professional interpreter. Hello, and thank you once again to all the filmmakers, all the directors who came here to Innsbruck and celebrated this week with us. Ja, wie schon gesagt, also die Stimmung war hervorragend. Wir haben dieses Jahr alles im
geschlossenen Raum machen müssen, und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass eine so gute Atmosphäre geherrscht hat. We had a wonderful atmosphere this year, which maybe also the weather is to blame for. We were not, absolutely not open air. We were closed door festival, and maybe this is one of the reasons why we had such a wonderful time together. Yeah, then we continue the auditing, and this documentary should we come to the stage. This is Jean-Marie and Antonella, and the third one is Bruno Moll, and he has had to return also to Zurich this morning. Thank you for your work. Also, zuerst wollte ich hier wirklich ganz wichtig, etwas ganz Wichtiges für uns sagen, und zwar, ich wollte mich im Namen von Jean-Marie und auch von Bruno also bei euch bedanken, bei der ganzen Organisation, Helmut, Evelyn, Laura und die ganzen anderen Mitarbeiter, weil we felt like home. So, wir haben wirklich uns wie in einer Familie, es war so, ich meine, wir waren mitten in einem Projekt, in einer Familie, und dann würde ich vorschlagen, vielleicht nächstes Jahr gehen wir in der Spieljury und wir können mit ihnen schenken und sie kommen in der Doku-Jury. So. Also, so können dann wir vielleicht auch noch mal in Innsbruck sein, und es war für uns wirklich eine Ehre, mit euch arbeiten zu können, so viele schöne Filme, Dokumentarfilme zu sehen, und super Komplimente für die ganze Organisation, und die Programmauswahl wirklich war ganz, ganz, ganz schön. Und jetzt gehen wir weiter. Yes, good morning, and I would like to also extend my thanks, as you already said, to everyone. Also, I just want to add one more thing. The things in the documentary composition were really showing the diversity, the complexity, and also most many of the problems that this world are facing. And we saw really great things, and we congratulate the festival for the level of the film that we had to see. Finally, we won't say really that the road to hell is paved with good intention. The European Union said that they had a tendency of forgetting it so often, and they have a tendency of going to other places, trying to bring what they think happiness to the rest of the planet, without asking the people they are bringing that happiness to if they really need it. So the field that you awarded is dealing with that issue, a tremendous also amount of nice fear, and also reminding people how important it is to realize that things are not so simple. When you look at poverty somewhere, saying that you're going to help is a thing, but maybe you need to think a little longer, or a little more. Wow. So you don't want to read it, should I read it in German first? Yeah, okay, I do it, okay. Well, also, dieser Film nimmt uns mit auf eine Reise, die uns die Gefahren aufzeigt, was passiert, wenn man versucht, Menschen glücklich zu machen, ohne diese zu fragen, was wir wirklich wollen. Mit eindrücklichem, respektvollem und würdevollem Blick und einer emanzipatorischen Struktur führt uns dieser Dokumentarfilm durch ein äußerst komplexes Thema, die internationale Charity. Also, der Winner, der Dokumentarfilm-Winner ist? Das ist es, Gift. Peter Haller. I didn't expect that, and I had a dream this night that I bribed the wrong jury. You know, you watched it.
Thank you. I'm very, really, very proud about that. And the first thing I will do this afternoon is to inform my colleagues in Germany, but mainly also in Kenya and Mali, about the work they have did and helped me to do. Thank you very much. Now we proceed to the Südring Award, which is decided upon by a jury of high school students from all over Tyrol. Möchte Heidi Unterhofer begrüßen, die das alles möglich gemacht hat. Heidi, komm auch für uns. Ja, ich begrüße Sie im Namen von Südwind Tirol, die Schüler, die Vertreter der Schülerinnen-Jury oder vielmehr die Vertreterinnen der Schülerinnen-Jury. Heidi Unterhofer und Jens Niklas, der die Schülerinnen schon viele Jahre begleitet, einen Einführungsworkshop mit ihnen macht und dann die Jury-Sitzung begleitet und das sehr professionell macht. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Der Südwind Filmpreis ist dotiert mit 1.000 Euro. Wir wissen, das ist eine kleine Anerkennung für große und schöne Filme. Für Südwind Tirol als kleiner Verein ist das ein großer Batzen Geld, sagen wir mal so. Und wir möchten uns auch an dieser Stelle bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken, die es möglich machen, dass dieser Filmpreis überhaupt zustande kommt. Südwind Tirol beschäftigt sich mit entwicklungspolitischen Fragen und ist in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Jetzt muss ich kurz fragen, ob hier jemand das jetzt macht. Und einer dieser Schienen der Bildungsarbeit ist die Schülerinnen-Jury, die es schon sehr viele Jahre gibt und die auf eine Idee von Helmut Groschow und gemeinsam mit Südwind Tirol zurückgeht. Herzlichen Dank auch dir dafür und dem ganzen Team. Hi, good morning. I'm just briefly going to translate what Andrea said. She talked about the organization that is behind this prize. This is Südwind Tirol. Südwind Tirol is a non-for-profit organization working with its principal aim is to educate and to inform people about globalization, fair trade, climate change, also North-South relations. And it primarily works with young people. It has a library. It organizes events. It even publishes the newspaper. But most important for us is it has been a sponsor of the Students Award since 2009, I believe, yeah? Which means that I get to work with students in a workshop. Those students who come from all over Innsbruck, yeah, high schools, discuss films thoroughly. They watched five films this year. And in our jury meeting, they discussed the films and they voted on which film will get the prize. And they wrote a jury statement, which you are about to hear now, first in German and then in English.
Die Schülerinnenjury vergibt den diesjährigen Südwind-Filmpreis an einen Film, der die Stellung der Frau in der arabischen Welt thematisiert. Auf sehr einfühlsame Weise wird die Auflehnung gegen strikte, konservative Ansichten und religiöse Normen dargestellt. Die willensstarke Protagonistin zeigt auf humorvolle und fast freche Art, dass man sich nicht von seinem Traum abbringen lassen soll, egal welche Steine einem in den Weg gelegt werden. After due consideration and thorough discussion, we, the student jury of the International Film Festival Innsbruck, have decided to award this year's Südwind Film Prize to a film which takes a detailed look at the position of women in traditional and very conservative societies. The film shows how a young girl, against all odds, gets what she wants using humor, creativity, and charm. The director managed to find powerful images going beyond stereotypes, thereby taking a close and comprehensive look at a complex reality. We are very happy to present the Südwind Award 2013 to Haifa Al-Mansur and her outstanding film, Fajda. To the director. She couldn't make it. But actually, we're very happy that this film has won the award because it will be presented in the regular cinema program after the festival, so many people will have a chance to see it. Danke, Andrea Sommerauer, für das Management des Südwind-Filmpreises. Jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem, nämlich jetzt komme ich zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Danke, Evelyn, für alles, was du getan hast. Ich glaube, es hat alles funktioniert und dass das nicht funktioniert hat, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, und ich möchte mich bei allen bedanken, die hier mitgearbeitet haben. Das engere Team, die Laura Schmidt. Stefan Kuhn, Felicita Kilger, ich möchte mich beim Förderverein bedanken, ich sehe hier hinten die Magdalena. Der Joachim und der Marian und die Sonja, natürlich, Sonja Bang. Und der Jens Lechlas natürlich. Und unser Präsident Daniel Böhacker. Der ist beim Campus. Dann möchte ich mich bedanken beim Präsidium des Festivals. Und ich sehe hinten den Hans Kohl, unseren Festivalpräsidenten, und den Franz Frey, einen Stellvertreter. Ja, und ich möchte mich bedanken bei den Supportern. Ich sehe Johannes Köck von Cine Tirol. Danke. Für die langjährige Zusammenarbeit. Unsere Gäste sind ein bisschen traurig, weil es keinen
Ausflug gegeben hat dieses Jahr. Das möchte ich dir hier vor den Gästen sagen. Also wenn sich unsere Gäste anmelden, ist immer die erste Frage, wenn ich frage, wann kommt ihr, dann kommt die Gegenfrage, wann ist der Ausflug? Auf jeden Fall danke für die gute Zusammenarbeit und ich hoffe, wir können das fortsetzen. Wir haben ja extra ein schönes Thema gewählt für das nächste Jahr, 100 Jahre indisches Kino. Wir haben schon darüber gesprochen. Ah. Ich habe sicher jemanden vergessen. do you want me to move? Ich glaube, es ist auch wichtig, dem Otto Preminger Institut zu danken, dass unser Dachverein ist, für ihre Unterstützung. Mitglieder des Vorstands sind unter anderem im Publikum. Ich möchte mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Vorführräumen bedanken, an den Kassas, an der Bar, alle unsere Volontärinnen und Volontäre und unsere Leute am Infostand. Vielen herzlichen Dank, dass es wieder mal geklappt hat, das Festival bis jetzt zumindest erfolgreich durchzuziehen. Und wir sind sehr froh, dass so viele Menschen für und mit uns zusammenarbeiten. Und wir freuen uns schon, wenn das nächstes Jahr wieder klappt. Ja. Ich möchte mich auch bedanken bei Radio Freirad, unser Medienpartner, der zweimal eine Live-Sendung gestaltet hat hier im Foyer. Und eine Sendung wurde von meinen Studenten und Studentinnen gestaltet. Wir haben jedes Jahr eine Lehrveranstaltung von der Innsbrucker Komparatistik, um den Studenten und Studentinnen etwas Praxis beizubringen. Und ich bedanke mich bei euch allen, die ihr auch den Observer herausgegeben habt und dem Emir, der hier alles filmisch dokumentiert, der auch zu dieser Studenten- und Studentinnengruppe gehört. Ja, wir gehen jetzt einmal hinaus ins Foyer und stoßen an. Ich möchte mich schon auch herzlich bedanken, Josche, mein Trauzeuge. Und seit 10 Jahren macht er Fotos für das Festival. Danke. Und eine kleine Erinnerung an die Juroren und Jurorinnen. Das sind Fotos, die ich selber gemacht habe.